Stop exercising, start training. Ich wollte halt nicht mehr, dass im Nachtleben die ganze Zeit existieren. Jeder Mensch sollte zu einem Personal Coach gehen. Ich war eigentlich nur noch in der Nacht unterwegs, Party, Party, Party. Mhm. Hard work beats talent if talent doesn't work hard. Mhm. Ich wusste, wann und ob ich überhaupt wieder als Solokünstler irgendwas machen werde. Okay. Mal 6 Jahre Behindertenbetreuer. Mit Michael Jacksons Schwester. Aber ich war einfach noch nicht so weit künstlerisch. Ich habe nicht genau gewusst, was ich machen will. Welcome to the NHTC Podcast. The podcast beyond fitness. Hosted by Nick and the NHTC crew. Hi Caesar, danke, dass du da bist. Für alle, die dich nicht kennen, stell dich mal in 3 Sätzen vor, bitte. Ja, servus Nick, übrigens danke fürs Einladen. Ich bin der Caesar Sampson, für alle, die es nicht wissen. Ich bin Musiker und auch noch viele andere Sachen, aber die Leute kennen mich vor allem, weil ich beim Song Contest war 2018 und den 3. Platz gemacht habe. Und seitdem bin ich quasi hauptberuflich wieder Musiker und Sänger. Okay, hauptberuflich wieder. Was war dazwischen? Erzähl mal ein bisschen von deinem Werdegang. Ja, also ich bin schon sehr, sehr lang Musiker, aber habe eine lange Phase gehabt, wo Musik eine von vielen Sachen war. Mhm. Ich habe angefangen, es beruflich zu machen, so wie ich so 17 war. Also da sage ich immer, okay, da habe ich angefangen, Geld damit zu verdienen. Da habe ich meine ganze Zeit, meine Freizeit darauf verwendet. Da habe ich Releases gehabt. Es waren zwar nicht meine Solo-Releases, aber es waren welche, wo ich gefeatured war, wo ich auf Tour gegangen bin damit. Und wann war das? Welches Jahr circa? Wann bist du geboren? Ich bin 83 geboren. 2000. Ja, 2000. Also mit 17. Ja. Mhm. Ja, und also da habe ich halt angefangen, mit diesen ganzen Wiener Soundsystems zu arbeiten. Es war zwar nicht wirklich meine Musik, also es war sehr elektronisch, sehr alternative im elektronischen Sinn, aber es hat mir extrem viel Erfahrung ermöglicht. Das heißt, ich war in ganz Europa in riesigen Arenas und in Festivals habe ich gespielt und habe halt sehr viel Erfahrung halt dazu sammeln können. Als Sänger oder? Als Sänger vor allem, ja. Also ich habe zwar geschrieben auch, also so, wenn man sich vorstellt, so die Kultur damals in Wien war, es hat sehr viel so Producer gegeben im klassischen Sinn, also die waren einfach Tüftler, technisch sehr versiert, sehr am Programmierer-Eck von Musik machen, und ich bin halt so von meinen Eltern mehr von der Hardliner, mehr von der Künstlerrichtung, von der Musikerrichtung kommen. Ich habe wirklich noch den Live-Songwriting-Prozess erlebt, die Proberäume erlebt. Und so hat sich das gut quasi gemischt. Ich habe halt mein Songwriting reingegeben und die haben halt ihren Sound darum gebastelt und wir sind halt rumgefahren. Ich war mit Grud und Dorfmeister, die sehr, sehr bekannt sind in ihrem Genre, eigentlich in der halben Welt durch die Gegend. Und ja, das habe ich eine Zeit lang gemacht. Und dann war ich an dem Punkt, wo ich das Gefühl gehabt habe, okay, der nächste Schritt wäre jetzt, ich sollte jetzt wahrscheinlich mich so solo irgendwas machen, aber ja, ich habe auch sehr viele Anfragen und Angebote bekommen, konkrete von verschiedenen Labels, aber ich war einfach noch nicht so weit künstlerisch, ich habe nicht genau gewusst, was ich machen will und wollte mich da jetzt nicht reindrücken lassen irgendwie. In welche Richtung hast du damals gesungen? Nicht so wie jetzt, oder? Nicht so wie jetzt. Ich war auch sehr, in dem Alter ist man sehr beeinflusst von vielen Sachen, die Sachen, die um einen herum sind, die Sachen, die man gern hört. Ich würde sagen, ich habe doch irgendwie einfach versucht, klassischen R&B zu machen und war aber dann irgendwie umgeben von lauter Elektronikern. Das heißt, ich habe das dann irgendwie mit Elektronik gemischt. Ja, aber ich habe irgendwie nicht den, es hat mich dann irgendwie zurückgehalten und habe dann entschieden, dass ich überhaupt eine Pause mache. Also diesen nächsten Schritt habe ich einfach zurückgehalten. Ich wollte mich da jetzt nicht festlegen und habe dann angefangen, einfach andere Sachen zu machen. Und dann kam es halt, führte eines zum anderen. Da war ich dann mal 6 Jahre Behindertenbetreuer. Dann habe ich angefangen, meine Ausbildung zum Personal Trainer, meine sportmedizinische, sportwissenschaftliche Ausbildung, und habe dann 10 Jahre lang Personal Training gemacht. Und währenddessen habe ich Songs geschrieben, aber halt nicht für mich. Und lange Zeit war es so, dass ich gar nicht gewusst habe, wann und ob ich überhaupt wieder als Solokünstler irgendwas machen werde. Okay, du hast angesprochen, Behindertenbetreuer bzw. Sozialpädagoge. Was war der Beweggrund, warum du das den Weg eingeleitet hast, in die Richtung zu gehen? Ich glaube, die meisten Dinge passieren ja irgendwie komplett zufällig. Also ich kann nicht behaupten, dass es ein großer Plan war. Es war einfach so,
Ich wollte halt nicht mehr, dass im Nachtleben die ganze Zeit existieren. Ich war eigentlich nur noch in der Nacht unterwegs, Party, 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 notgedrungen, weil dort auch mein Arbeitsplatz war quasi. Du bist aber eigentlich ein relativ introvertierter Typ, oder? Eigentlich schon. Typ, also nicht so extrovertiert fürs Nachtleben, nicht wirklich geeignet. Naja, das Lustige ist, wenn man Musiker ist, man hat so zwei Gesichter irgendwie. Also man ist im Alltag ist man introvertiert und wenn man performt, dann ergreift einem irgendwas und dann ist man plötzlich genau das Gegenteil. Und das war immer schon so. Ich habe als Kind, wenn es darum gegangen ist, irgendwie zu was zu tanzen oder so, dann habe ich das überall gemacht, egal wo es war, auch wenn da 100 Leute waren. Also das ist so ein Switch, ein Schalter, der da umgelegt wird, den kann man nicht wirklich erklären. Und dann interessiert es einem nicht, ob da Leute sind. Das ist gar nicht wegen den Leuten, sondern es ist einfach nur... Hast du Lampenfieber oder Bühnenangst? Nein, eigentlich nicht, also nur bei Dingen, die ich nicht gut kann. Das heißt, wenn ich jetzt Dancing Stars mache zum Beispiel, da habe ich wesentlich mehr Lampenfieber, als wenn ich singe, weil das ist meine Komfortzone. Mhm. Aber so vor Österreich irgendwelche Walzer zum Besten zu geben, das ist ja so, wenn man seine Fähigkeiten nicht einschätzen kann und wenn man nicht weiß, ob das gut genug ist für das, was gefordert wird, dann kommt halt der Stress. Genau. Aber als Sänger habe ich das nie gehabt, weil das ist halt meine Identität. Was war die Frage nochmal von vorhin? Zurückzukommen zum Sozialpädagogen. Wieso du das Ganze gemacht hast und was dich da dahin geleitet hat. Ja, ich glaube, es war einfach dieses, okay, jetzt mal weg vom Nachtleben, jetzt machen wir irgendwas was Nützliches, so auf die Art. Ich wollte mal so ein richtiges Kontrastprogramm haben und man muss dazu sagen, ich habe zu dem Zeitpunkt war schon sehr auf Zug, also einerseits wollte ich voll durchstarten und habe auch alle den ganzen Zivildienst immer rausgeschoben. Ich habe einen Anwalt gehabt, der mir quasi den Zivildienst immer abgewimmelt hat, damit ich ihn nicht angehen muss. Und dann habe ich mir halt gedacht, na gut, jetzt willst du das nicht mehr machen, jetzt willst du gerade nicht aktiv Musik machen, jetzt kannst du genauso gut den Zivildienst machen. Habe halt meinem Anwalt gesagt, okay, passt, okay, danke für deine Dienste, ich mache das jetzt. Und dann war aber noch mehr als ein halbes Jahr Zeit, bis der Zivildienst anfängt, bis das nächste Zeitfenster war. Und dann habe ich einfach bei Sozialeinrichtungen angerufen und gefragt, ob sie irgendwie Hilfe brauchen einfach. Also einfach nur, ich habe nichts Besseres zu tun gehabt und ich habe mich angeboten. Und da gab es eine Einrichtung, die hatte einen extremen Personal-Engpass gehabt mit sehr vielen Ausfällen. Und dann habe ich dort einfach als Praktikant begonnen, einfach nur, weil ich Zeit hatte. War das in Wien oder in Linz? Das war in Wien. Ja. Das war alles schon in Wien. Und das Lustige ist, dadurch, dass ich dann quasi als hauptamtlicher Betreuer quasi eingeschult worden bin, wie ich dann den Zivildienst gemacht habe, als Zivildiener muss man ja viele Dinge gar nicht machen, machst du nur so Assistenzdienste einkaufen gehen und so. Aber dadurch, dass ich schon fast ein Dreivierteljahr diese ganzen Funktionen inne hatte, habe ich einfach alles so weitergearbeitet. Okay. Und ich glaube, das war auch der große Grund, warum am Ende dieser Periode, die mich dann gefragt haben, ob ich nicht einfach beruflich machen mag. Ja. Cool. Was waren so deine täglichen Aufgaben als Sozialpädagoge? Ich würde sagen, am Anfang war es hängt sehr viel mit dem Klientel zusammen. Also im betreuten Wohnen hast du eine total bunt durchgemischten Klientenstock. Und das geht dann, was du machen musst, hängt mit denen zusammen, was sie nicht machen können. In meiner ersten WG, die ich betreut habe, waren sehr viele wirklich körperlich beeinträchtigte Klienten, die sehr viel Körperliches nicht machen konnten. Es war sehr hands-on. Das heißt, das ist auch von die Körperhygiene unterstützen und weißt du, wenn du sowohl blind als auch taub bist, ist sehr viel übers Taktile zu unterstützen. Und du möchtest ja auch im Alltag natürlich immer heranbringen, so viel wie möglich selber machen zu können. Das heißt, einen Taubblinden trotzdem beizubringen oder zu unterstützen, wie er am besten zum Beispiel das Geschirr abwascht. Ja. Und es ist sehr viel so Hands-on-Sachen, also gar nicht so komplex. Wie ich dann das beruflich weitergemacht habe, habe ich ganz bewusst meinen Arbeitsplatz auch geändert und habe ein anderes Team gehabt mit einem anderen Klientenpool. Und die waren wiederum nicht so körperlich behindert, sondern haben eher so verschiedenartige, langsamere Entwicklungen gehabt. Das heißt, du hättest du wahrscheinlich auf den ersten Blick gar nicht gesehen, dass sie nicht so selbstständig sind, wie sie ausschauen. Und dann ging es sehr, sehr viel ums Heranführen an den Arbeitsmarkt und all diese Sachen und Skills erlernen und so weiter. Also komplett unterschiedlich. Wie kommt es dann vom Sozialpädagogen zum Personal Coach, Fitness Coach? Wie kam da der Schritt?
Ja, das ist so crazy eigentlich. Also, was ja auch nicht gleich nebeneinander ist. Nein, überhaupt nicht. Also überhaupt nicht. Also man muss dazu sagen, das hätte ich wahrscheinlich niemandem zu dem Zeitpunkt gesagt, weil ich es einfach auch nicht bedacht habe. Ich komme ja aus einem, also beide meine Eltern sind Bewegungsspezialisten. Dein Vater ist Pilates-Meisterlehrer, genau. Deine Mutter ist Choreografin. Ganz genau. Fun Fact, deine Mutter hat für Kommissar Rex das Titellied gesungen, genau. Geschrieben. Ganz genau. Das war zwar lange so der größte Wiedererkennungswert. Alle meine Schulkollegen haben dieses Lied geliebt. Das wirst du nicht zum ersten Mal hören. Genau. Und was auch nicht zum ersten Mal hören wirst, ist, wie kam es dazu, dass du mit Michael Jacksons Schwester auf der Bühne gestanden bist? Ja, das ist auch lustig. Ich glaube, zu dem LaToya Jackson. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt war meine Mutter halt sehr, sehr aktiv in der österreichischen Musikszene. Sie ist ja selber Musikerin. Und trotzdem ist Wien doch ein Mikrokosmos. Das heißt, jeder kennt irgendwo jeden. Das heißt, ihre Musikerkollegen und aus der Musikindustrie haben halt gewusst, sie hat so einen Sohn, der halt überall tanzt. Ich war halt bekannt fürs Tanzen, das war halt so mein Merkmal. Und ich habe sehr Michael Jackson-artig getanzt. Michael Jackson war auf jeden Fall mein tanzartiges Vorbild. Und zur selben Zeit hat es ein sehr erfolgreiches Regisseur-Duo gegeben, Dollezahl und Rossacher. Die waren auch Vienna-based, aber die haben sehr viele Musikvideos gemacht für Madonna und alle möglichen wirklich weltweiten Stars und haben halt hin und wieder auch solche Musikvideos in Wien abgedreht. Und dann kam es halt dazu, dass LaToya Jackson ihr Musikvideo in Wien gedreht hat und dann wurde ich angefragt, okay, ob ich in dem Video sein mag. Ja. Wie war das? Kannst du noch erinnern? Ich kann mich noch sehr genau erinnern. Ich war, glaube ich, 4. Okay. Die Tatsache allein, dass sie Michael Jacksons Schwester war, hat bedeutet, dass ich gleich verliebt war in sie. sie hat ja auch ähnlich genug ihm geschaut, also man hat es schon gemerkt, das ist eindeutig eine Jackson. Und sie war auch sehr, sehr lieb, muss ich sagen, zu mir. Also ich habe zu dem Zeitpunkt chronischen Schnupfen gehabt, ich habe immer Schnupfen gehabt und sie hat mir ständig die Nase geputzt, das weiß ich noch. aber das Lustige ist, also ich war ja echt ein Naturtalent im Tanzen. Das war etwas, was mir keiner beigebracht hat. Aber ich war so nervös, dass ich keinen einzigen Tanzschritt hinbekommen habe. Wirklich? Mit 4? Ja. Ich habe sie angeschaut, mir zugeschaut bei dem Take hinter der Kamera. Und mir ist nichts mehr eingefallen. Das war so lustig. Aber ich war süß genug, dass es auch ohne Tanzen zum Video gereicht hat. Kann man das irgendwo nachschauen? Ja, auf YouTube. Das heißt, das Lied heißt Ain't Nobody Loves You Like I Do. Und ist immer noch auf YouTube. Nicht besonders großartige Auflösung, aber es ist da. Und ja. 1987, 88. Ja, ich glaube, ja, so muss so sein. Ich kann mich noch eines erinnern, dass der Dreh extrem lang war. Also ich glaube, es war mitten in der Nacht, ich habe die ganze Zeit eine Stunde geschlafen, zwei Stunden geschlafen. 4. Ja. Dann haben sie mich aufgeweckt, mich irgendwo hingestellt und das gemacht. Ja. Das war echt hardcore. Okay. Zurück zum Fitness zu kommen. Wie kam es, dass du von einer warst du Sozialpädagoge und Personal Coach oder war das so überlaufend oder ein Hardcut und dann? Es war ein kompletter Hardcut, weil es war eine Verkettung von Umständen irgendwie. Und zwar, ich war ja zu dem Zeitpunkt, als ich Behindertenbetreuer war, überhaupt nicht fitnessmäßig. Mhm. Ich habe keinen Bezug zur Fitness gehabt. Mein Vater war zwar Pilates Meisterlehrer, aber das habe ich eher so mit 13, 14 was mit ihm Vater gemacht. Halt auch wahrscheinlich ist. Ja, was der Vater ist und so, man ist eher so auf sich selber definieren und macht nicht alles, was der Vater macht, so auf die Art. Und dann habe ich echt gesundheitliche Probleme bekommen in Wien, während ich als Behindertenbetreuer gearbeitet habe, habe eine Reihe von Lungenentzündungen gehabt, also aufeinanderfolgenden kalten Lungenentzündungen ohne Fieber. Und es wurde dann echt so, dass es drohte, chronisch zu werden irgendwie. Und dann habe ich gesagt, okay, ich bin in mich gegangen an einem Abend, wo ich wieder an allem gleichzeitig gelitten habe. Und habe gesagt, okay, jetzt muss ich mich nur mit dem Körper auseinandersetzen. Und habe gesagt, ich ziehe aufs Land, bin noch ins Burgenland gezogen. Okay. Meine Mutter hat zu dem Zeitpunkt auch im Burgenland gewohnt. Ich bin zwar in ein anderes Dorf gezogen, aber grundsätzlich die Idee, okay, ich ziehe auch aufs Land, so wie meine Mama. Und habe gesagt, ich habe einfach angefangen, unzählige Ernährungs- und Trainingsbücher zu lesen, habe halt jeden Tag trainiert. Und ich kann mich noch erinnern, ich glaube, dass nach 2 Wochen habe ich das letzte Symptom gehabt und dann nie wieder. Also es hat 2 Wochen nur gedauert von diesem intensiven Regiment, dass ich nie wieder ein Symptom, was die Lunge angeht, in dieser Form gehabt habe. Und es war echt ein riesiger Cut.
Und das habe ich dann einfach für mich eine Zeit lang gemacht, sicher ein Jahr, eineinhalb Jahre. Ich habe dann aus dem Burgenland, ich habe ein Haus gemietet gehabt, ich habe dort Songs geschrieben für Artists, bin teilweise herumgereist, habe Workshops gegeben, bin aber immer wieder zurück aufs Land. Und das war alles, was ich gemacht habe. Dann habe ich angefangen, im Dorfclub Fußball zu spielen, weil ich das in meiner Jugend gemacht habe, einfach nur, damit ich noch mehr vielfältigeres Sportprogramm einfach habe. Und das war es auch für eine lange Zeit. Und dann habe ich Dancing Stars gemacht als Sänger. Ich war im Orchester, okay, als Solist. In der Staffel 6, glaube ich, war das. Wann war das? Welches Jahr? Das muss ich jetzt überlegen. Ich glaube, das muss... wenn ich wüsste, welche Staffel das jetzt war. Also ich glaube, ich war 28, so, ja. Okay. Und ich habe da sehr viel verdient in dieser Staffel, mhm, weil ich als Sänger doch trotzdem noch, also man hat mich gekannt, also ich konnte auch was verlangen, und mit dem Geld, was ich dort verdient habe, bin ich dann, habe ich gedacht, okay, jetzt habe ich gerade nichts zu tun, jetzt mache ich nicht Behindertenbetreuung, jetzt habe ich diesen Job fertig und ich weiß noch nicht, was ich als nächstes machen will. Perfekter Zeitpunkt, um irgendwas zu machen, was ich immer schon mal machen wollte. Ich kannte da eine Freundin von mir, die auf die Kanarischen Inseln gezogen ist, mhm, und mir dachte, das schaut extrem cool aus, ich muss irgendwie schauen, ob man da irgendwas machen kann, dort irgendwas machen kann. Da bin ich einfach hingefahren, habe mich was gemietet, ein Bungalow, und habe geschaut, was gibt es dort für Jobs, was gibt es dort für Sachen, die man machen kann. Und ich habe halt nur als Background gehabt, ich bin Betreuer, und habe halt so bei so Resorts, so all-inclusive Resorts, so mich beworben und so mein CV hingeschickt. Als Animateur. Ja, Animateur wollte ich nicht machen, aber ich habe mir gedacht, dadurch, dass ich mich sehr intensiv mit Sport beschäftige, kann vielleicht so Betreuung machen mit, mhm, Sportprogramm oder so irgendwas in der Richtung, ja. Also Animateur war so dann ein Hasswort, also das ist eines der schlimmsten Dinge, die ich mir immer noch vorstellen kann auf dieser Welt. Aber ich habe dann eine Rückmeldung bekommen, es hat ja wirklich sehr wenig zu tun gegeben dort auf der Insel, so schön sie ist, aber ich habe dann eine Rückmeldung von einem Hotel bekommen, dass sie zwar das, was ich jetzt vorgeschlagen habe, im Betreuungssektor nicht haben, aber dass sie an meinem CV sehen, dass ich durchaus geeignet wäre als zumindest Fitness-Instructor in ihrem Gym. Ja. Mhm. Und ich so, ja, ich habe noch nie darüber nachgedacht. Ja. Ich beschäftige mich zwar selber sehr gerne und nehme das auch sehr ernst, aber das war das erste Mal, dass jemand das mir vorgeschlagen hat. Und dann haben die gesagt, also wir würden das sofort machen, aber, und das waren Deutsche, du müsstest halt eine B-Lizenz machen. Du musst dann schnell eine B-Lizenz machen, dann darfst du das machen. Und ich so, eine B-Lizenz, habe mich so schlau gemacht, was ist eine B-Lizenz? Und bin dann, habe gedacht, okay, dann mache ich das halt schnell, immer noch komplett uninformiert, und bin nach Österreich zurückgekommen, bin drauf gekommen, in Österreich existiert sowas wie eine B-Lizenz, ja, nicht, Gott sei Dank. Das ist keine super Urkunde. Nein, sowas sollte es gar nicht geben. Das ist so, als hätte ich eine C-Chirurgen-Lizenz. Ja. So, das König gesagt. Bitte geh zu niemandem hin, der eine C-Chirurgen-Lizenz hat. Ja. Geh bitte nur zu jemandem, der komplett ausgebildet ist. Aber na gut, dann war ich halt in Österreich und habe gedacht, okay, jetzt gibt es keine B-Lizenz. Das Angebot steht, ich möchte das irgendwie unbedingt machen. Na, dann mache ich halt zumindest eine Trainerausbildung, eine vollständige Trainerausbildung, so wie sie halt in Österreich existiert. So ein freies Gewerbe kann ja eigentlich jeder machen. Eigentlich kann es jeder machen. Das ist sehr inflationär, genau, das Ganze, aber extrem, ja. Die Qualität setzt sich eh immer durch. Ja, also momentan ist es halt so wie der freie Markt, also die Qualität setzt sich durch, und aber es gibt kein nichts Reglementiertes. Kein Reglement und keine Standards und kein gar nichts. Ja. Mhm. Das ist etwas, worüber ich eigentlich ziemlich oft nachdenke in letzter Zeit. Also damals war es mein Glück, konnte ich halt einsteigen. Aber jetzt würde ich mir schon wünschen, auch damit der Berufsstand weiter wachsen kann, ja, so legitimisiert wird, indem halt wirklich ein Reglement da ist. Ja, und auf jeden Fall habe ich dann diese Ausbildung gemacht. Die hat 3 Monate gedauert, wo ich jeden Tag 6 Stunden auf Vorlesungen gehabt habe. Und wo war das? Das war die jetzige PFA. Ah, okay. Das war die jetzige PFA, und die waren quasi so die Vorreiter zu dem Zeitpunkt. Mhm. Die einzige Alternative wäre zu der Zeit die Schmelz gewesen, ein Sportstudium, aber das war zu lange für diesen Zweck. Und ja, dann habe ich das gemacht, und ja, da ist noch so viel passiert, weil dann
das hat, war ziemlich teuer eigentlich. Hat ein paar damalige Tausend, Verhältnisse. Ja, es war damals ziemlich teuer. Das, was man gelernt hat, war eh sehr überteuert im Nachhinein gesehen. Aber ja, damals war halt so das Einzige, was es gegeben hat. Ja. Aber ich bin der Meinung, ich bin mir ziemlich sicher, ich bin der Erste, der in Wien zumindest für eine Trainerausbildung eine Förderung vom AMS bekommen hat. Okay. Und ich habe damals, ich bin abgelehnt worden. Ich wusste nicht, hey, ich möchte das machen, weil ich habe diesen Jobgarantie in Gran Canaria, in Fuerteventura. Und mein Betreuer hat gesagt, hey, das ist wirklich super, das wollen wir unbedingt machen. Und dann hat sein Chef von uns gesagt, das geht nicht, wir unterstützen nichts, was mit Trainer zu tun hat. Dann hat er gesagt, irgendwo im Geheimen hat er so geflüstert, hey, geh doch rauf zum allerobersten Punkt, zum allerobersten Chef und versuch deinen Case irgendwie darzubringen. Das hat er so gemacht, dass sein Kollege das nicht hört. Und dann bin ich raufgefahren und bin einfach im Büro gestanden vom Oberchef in der Filiale und habe mir einen Termin geben lassen. Der war so überrascht, dass er mir einen gegeben hat. Und dann habe ich ihn dazu gebracht, in einem einstündigen Gespräch, dass ich eine Marktanalyse ihm vorbringen muss. Ja. Dann habe ich eine Marktanalyse gemacht, um zu zeigen, wie viele Jobs jetzt mittlerweile. Es war gerade so an dieser Wende, wo Personal Training ein Trend und von Amerika übergeht. Genau, richtig ein Trend geworden ist. Das war auch in der Ausbildung, hat man mir gesagt, hey, du wirst sehen, das wird so explodieren, dieser Berufsstand. Und es war so, dass gerade noch der Markt noch nicht gewusst hat, dass das gerade kommt. Es war auch das Wort Personal Coach, Personal Trainer. Es war eigentlich einer, der eine Maschine erklärt hat. Genau, das war so einer, hier gibst du den, ja genau, absolut. Ja. Und das Wort PT war so ein Modewort, was keiner wirklich verstanden hat. Die Reichen und die Stars haben. Ganz genau, das waren nur Reichen und Stars. Also es war wirklich eine andere Kultur, aber schon am Horizont erkennbar. Und wie gesagt, ich habe dann halt diesen Stoß an Anzeigen und in Österreich und in Europa und bla bla bla. Und dann habe ich das gefördert bekommen. Und das war schon mal mein erster Sieg. Und ich habe dann nachher erfahren, dass so ein Jahr später hat ein Kollege von einer Freundin das ohne Stress bekommen. Okay. Also ich glaube, ich bin einer der Vorreiter, Pioniere. Ja, genau. Also ihr dürft euch gerne bei mir bedanken, ihr jungen Trainer. Okay, und dann hast du das bekommen, deinen Platz in genau. Gran Canaria oder Fuerteventura? Nein, das Ärgste war mitten in meiner ersten Woche meiner Ausbildung. Das war dann das Problem, dass dann während, weil es so lange gedauert hat, wurde meine Stelle neu besetzt. Da war dann derjenige, der mir das zugesichert hat, auf Urlaub. Sein Ersatz hat dann die Stelle besetzt und ich war weg. Und ich war mitten in der Ausbildung. Das heißt, eigentlich der Grund, warum ich es gemacht habe, war dann weg. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt mache ich einfach diese Ausbildung fertig. Ich wollte eigentlich gar nie PT werden. Ich wollte eigentlich nur meine Liebe für die Sonne mit meiner Leidenschaft für Sport verbinden. Und das war es eigentlich. Und habe es dann aber halt fertig gemacht. War dann, wie nennt man das, mit Auszeichnung bestanden. Diplom oder? Ja, also es war halt so, ich habe halt bald halt gut. Ich hab halt wirklich reingetigert. Ich habe gemeinsam mit den Medizinstudenten Anatomie studiert. Ich habe mir gedacht, das inspiriert mich irgendwie. Ich habe mich in die medizinische Uni gesetzt und habe mit denen studiert und ich wollte halt alles wissen. Ich wollte es halt nicht so oberflächlich wissen, sondern wollte es halt ein bisschen verstehen. Und weil ich mich da so reingetigert habe, hat mein Ausbildner einfach gecheckt, dass ich einen Job bekomme im Homesplace. Er hat gesagt, hey, den nehmt's. Und bin dann ohne weiteres. In welchem Homesplace war das? Im ersten Bezirk im Börseplatz. Und wann war das? Gute Frage, 2010? Okay. 2009, 2010? Keine Ahnung, sowas in der Richtung. Ne? Ja. Und dann war ich halt dort in einem Berufsweg, den ich eigentlich nicht bewusst gewählt habe, von dem ich gar nicht gewusst habe, dass er existiert. Ich habe nicht gewusst, was ein PT ist. Ich habe auch dieselben voreingenommenen Vorstellungen auch gehabt von dem Beruf. Ich habe irgendwie gedacht, du musst jetzt irgendwie Leuten irgendwas aufschwatzen oder hast irgendwelche Soccer-Moms, die dich anbraten von der Seite, weil du Muskeln hast oder irgend sowas. All diese ganzen Klischees habe ich halt mitgebracht in diese ersten Wochen in meinem Beruf und bin aber echt ganz extrem tief dann in diesen Beruf reingefallen, in diese Tiefe und in diesen Auftrag, den man als Personal Trainer haben kann, wenn man diese Herausforderung annimmt. Und bin dann echt durchgestartet in dem Beruf. Was heißt durchgestartet für dich? Habe es extrem intensiv gemacht, habe es als laufendes wissenschaftliches Projekt in meinem Leben gesehen und habe halt auch den Aspekt
quasi Verkauf, Kundenakquise. Ich war halt ein kompletter Softseller, also ich habe niemanden jemals irgendwas angedreht, aber ich war einfach sehr erfolgreich dann. Auch Trainer of the Year im Homesplash. Genau, also da hat es dann diese, wir haben Verkaufsrekorde aufgestellt, kollektiv, also da hat es diese Rankings gegeben, wie viel Personal Trainings verkaufen Clubs in Europa, wie viel Personal Trainings verkaufen Clubs auf der ganzen Welt. Im ersten Jahr, wo ich dort war, haben wir den Europarekord gebrochen und im zweiten Jahr haben wir den Weltrekord gebrochen. Da haben wir damals, ich glaube, Equinox, eine Filiale in New York, ausgestochen mit unserem Rekord. Und ich bin dann irgendwie drauf gekommen, dass ich nur mit dem Ernst, mit dem ich an die Sache rangehe, attracte ich Leute, die das auch ernst meinen. Das heißt, ich habe meinen eigenen Selling-Weg gefunden, ohne da meine Integrität zu verlieren, und habe einfach auch diese Verkaufsrekorde dann aufgestellt und deswegen auch diese firmeninternen Auszeichnungen bekommen. Ja. Okay. Wie lange warst du Personal Coach? Im Homesplace war ich, glaube ich, 6-7 Jahre, aber aufgehört aktiv zu machen oder es hauptberuflich zu machen war 2018. Also ich glaube, ich war neun Jahre vollberuflich und dann noch ein Jahr. Ich habe dann noch versucht, ein paar von meinen wirklich langjährigen Kunden noch weiter zu unterrichten, weiter zu trainieren. Also 10 Jahre alles in allem. Okay. Ja. Zeitgleich warst du ja auch, oder bist du noch immer Produzent? Und hast schon 2016 und 2017 warst du schon im Song Contest vertreten, was einige nicht wissen, für Bulgarien. Yeah. War einmal der vierte Platz, einmal der zweite Platz. Ganz genau. Wie kam es dann dazu, zu dem 2018 Song Contest, zu der Nominierung? Erzähl mal ein bisschen. Ja, das ist echt ganz witzig, weil im Homes Place gab es einen Herrn, und mit dem habe ich trainiert und das war ein ganz kesser, cooler, so ein Lebemann-Typ, so ein älterer Herr. Und mit dem habe ich eine Zeit lang trainiert, das war so eine Kunstpersönlichkeit, ein Kunstsammler, hat Ausstellungen gemacht, hat halbzeitlich in L.A. gelebt und halbzeitlich in Österreich gelebt. Und erst nachdem ich ihn ein Jahr trainiert habe, bin ich drauf gekommen, dass sein Sohn Musiker ist, und zwar der Julian Lepley. Okay. So, der Julian ist quasi, ich habe den Vater von Julian trainiert eine Zeit lang. Und dann durch den Vater ist der Julian auch zu mir gekommen. Und dann waren wir halt so. Kommt cool. Auch vielleicht zum Podcast. Ja, ist eine gute Idee. Kennst du den Elias? Ja, sicher, klar. Wenn er das hört, dann wird er sehen wissen. Voll. Und das heißt, ich habe eine Zeit lang mit Julian trainiert und dadurch wir beide gewusst, wir sind eigentlich Kollegen, Musikerkollegen. Der Julian kennt dieselben Leute wie ich. Der Julian war nach mir bei Dancing Stars Sänger. Der Julian ist quasi ins Gym gekommen und hat gesagt, hey, ich kenne dich, weil dein Anzug hängt noch immer im ORF in der Umkleidekarderobe mit deinem Namen drauf. Und das heißt, wir haben dann so eine lustige Kombi-Friendship gehabt, wo wir halt, ich habe ihn trainiert und gleichzeitig haben wir uns über unterhalten, was es so Neues gibt in der Szene quasi, was passiert. Und dann hat er mir eines Tages, wo wir schon Monate trainiert haben, erzählt, dass sie ihn gefragt haben, ob er Song Contest machen will. Wann war das? 2018? Das war schon vorher, weil zu dem Zeitpunkt habe ich noch überhaupt nicht daran gedacht, das zu machen. Ja. War aber schon einmal dort. Ich war schon 2016 dort in Schweden bei meinem Team für die Polly. Das war eine bulgarische Sängerin, mit der wir vierten Platz gemacht haben. Hat mir super getaugt. Trotzdem war ich noch nicht an dem Punkt, wo ich mir dachte, das mache ich jetzt selber. Und genau wie ich zurückgekommen bin, ging es eben darum, okay, der Julian soll das machen und sie wollen, dass der Julian das macht. Und der Julian sagt, er will es nicht machen. Und dann hat er zu mir gesagt, hey, willst nicht du das machen? Du bist viel besser geeignet. Du singst Englisch und warum machst du das nicht? Und jedes Mal, wenn wir trainiert haben, hat er mich eigentlich gedrückt. Und ich habe eigentlich ihn dazu gedrückt. Wir haben uns eigentlich gegenseitig dazu gedrückt, dass wir zum Song Contest fahren. Und dann irgendwann, also natürlich kenne ich dieselben Leute. Ich kenne die Leute vom ORF. Wir sind andauernd beim Song Contest 2016, 2017. Und wir sehen immer die Österreicher. Wir sind auch die Österreicher, aber wir sind im anderen Team. 2016, Österreich ist, keine Ahnung, 15. Wir sind 4. Das war 2014. 14? Mhm. Okay, schon so lange her. Gut, dann sehen Sie, okay, die zwei Österreicher sind im Team, die Vierter geworden sind. Dann war 2017 in der Ukraine, in Kiew.
Da waren wir zweiter Platz und sie waren 14. Platz. Ja. Mhm. Und dann am Finalabend, am Finaltag, haben sie dann endlich zu mir gesagt, hey, nächstes Mal musst du was schicken. Also gesagt, sie haben mich quasi gesagt, okay, das ist jetzt fix, ihr müsst jetzt auch mal für euer eigenes Land was schicken. Das heißt, mit diesem ganzen Vording, mit diesem Julian hin und her, wo das schon so lose im Gespräch war, dann nochmal sich sehen in der Ukraine, dann hat sich es dann halt verfestigt zu so einem Plan quasi. Ja. Als vorher war es nur so ein Hin- und Her-Gerede mit vielleicht, vielleicht nicht und so weiter und so fort. Und dann, ich würde sagen, nach 2017, nach dem Song Contest in der Ukraine, war es dann so, okay, wir machen das nächste, wir schicken was hin. Und es war quasi eine Einladung zum Hinschicken. Okay. Wer war noch in der engeren Auswahl? Ich glaube, für 2018, ich glaube, ich habe gar nichts gehört von den anderen, ich habe die anderen Lieder nicht gehört, aber ich glaube, ich habe auch die Sänger nicht persönlich gekannt, die sonst in der engeren Auswahl sind. Hast du deinen Song selber geschrieben? Ja, also wir haben ein Team, also wir sind eigentlich Symphonics nennen wir uns, wir existieren seit 2008 und wir waren ursprünglich 4 Leute, haben eigentlich nur für andere geschrieben und dann für den Song Contest, wie halt Song Contest für mich spruchreif wurden, haben es einfach für mich gemacht. Ja. Das heißt, es hat angefangen mit so am Telefon reden, so Sebastian, eben der Producer, sagt, singt mir halt was vor, was er im Kopf hat, was gut passen würde. Also ich gedacht, ich finde, du solltest diese so 2 Piano-Chords spielen am Anfang, dieses Tam-Tam. Mhm. Das war das Erste, was er gesagt hat. Und von dieser ersten Idee, dieses Tan-Tan, war quasi so am Telefon schon quasi, das sollte man machen. Und dann bin ich zu ihm gefahren und haben diese Idee ausgebaut. Mehr war es nicht. Also es hat wirklich mit dem ersten Chord vom Song hat die Idee begonnen und dann hat der Song aber extrem viele Inkarnationen gehabt. Also ich glaube, sicher 12 Versionen von dem Song gemacht. Ja. Die finale Version war die Version, wo du 100% zufrieden wärst oder jetzt retrospektiv würdest du noch sagen, dass du irgendwie was ändern könntest? Ich würde sagen, ich bin normalerweise der Typ, der sagt, ich liebe es, wenn es auf dem ersten Wurf quasi der richtige Wurf ist. Und ich mag auch das Gefühl, den ersten Wurf zu machen, den dann irgendwie noch zu hinterfragen und dann am Ende dazu zu kommen, der erste Wurf war eh der beste. Aber in diesem Fall muss ich sagen, manchmal lohnt es sich einfach, so lange an dem herum zu feilen und herumzuschmieden, weil es ist wirklich, es gab keine bessere Version als die letzte Version. Wir haben so herumgeschmiedet und ein Kollege in Schweden hat uns 3 Töne dazu gegeben und das hätte, wie uns wären die nicht eingefallen. Und all dieses Herummeißeln an dem war das, was den Song zu dem Song gemacht hat. Und deswegen war er auch so stabil. Weil ich glaube, ein Song ist sowieso wie ein Vehikel. Ja, wenn das Vehikel stabil ist, dann quasi kannst du die Tour de France damit fahren oder kannst du mit den Grand Prix fahren. Und wenn der Song nicht so stabil ist, dann zerfällt er dir unterm Arsch quasi, wäre in so einer Competition-Situation. Und der Song war einfach sehr, sehr, sehr ordentlich ausdefiniert. Ja. Mit sehr, sehr viel Handwerk, mit sehr, sehr viel Liebe zum Detail, nicht schnell, schnell hingemacht. Ja. Und in dem Fall für Song Contest war das auf jeden Fall der richtige Weg. War noch ein zweiter Song in Aussicht? Oder habt ihr gewusst, okay, macht nur Plan A und Plan B? Ich muss sagen, die anderen Versionen haben fast wie ein zweiter Song geklungen teilweise. Also teilweise haben wir alles bis auf die Strophe wieder weggenommen, einen anderen Refrain drauf geklatscht und es war so arg, es hat sich teilweise überhaupt nicht mehr ähnlich angehört. Und wir wollten schon kurz eigentlich sagen zum Eberhard Forcher, du, hey, es geht nicht auf. Es ist einfach nicht richtig. Ich glaube, wir ziehen das zurück. Und er hat fast sich die Haare ausgerissen und gesagt, nein, das könnt ihr mir nicht antun. Ich habe schon allen gesagt, das wird super genial, super leibend. Und dann haben wir es uns halt doch nochmal gezwungen. Und das war es dann einfach. Ja. Okay. Habt ihr euch gedacht, dass ihr unter die Top 3 kommt? Wie wir den Song gehabt haben wir sehr viel, also zumindest ich und mein Partner, der Boris, wir beide haben das Gefühl gehabt, okay, das ist wirklich ein Contender. Auch so weit, dass wir es nicht nur zu uns im stillen Kämmerlein gesagt haben, sondern ich habe es auch in Interviews gesagt, da haben mich alle schief angeschaut, weil ja, also Leute, die nicht vom Fach sind und auch nicht den Song Contest kennen, niemand hat das Gefühl, er weiß, was gut ankommt beim Song Contest. Aber wir, also der Boris vor allem, der noch länger beim Song Contest ist als ich und ich, die auch schon 3 Jahre das beobachtet hat,
wir haben halt gewusst, wenn das aufgeht, wenn die Performance stimmt, wenn das Staging stimmt, dann hat das echt eine Chance. Soweit, dass die Schwester von Boris, von meinem Partner, hat sogar gewettet darauf, dass ich in den Top 3 komme und hat gewonnen. Harte Kohle gewonnen. Also da war wirklich viel Optimismus und auch viel so Selbstsicherheit dabei. Und ich glaube, wir sind grundsätzlich auch zum Song Contest mit echt einer gesunden Portion positivem Selbstvertrauen gefahren. Und das war dann ganz witzig, weil wir haben das Team Symphonics gehabt, mein Team, und das Team ORF. Und die waren so nebeneinander und die ORF haben uns immer so angeschaut, warum sind die so selbstsicher und so fröhlich und so lustig, und haben sich dann nach und nach anstecken lassen von diesem Drive. Von der Euphorie. Und dann irgendwann haben sie selber geglaubt. Ich kann mich noch erinnern, da war dann da jemand von Ö3, glaube ich. Ich glaube, vom Ö3 war dann beim Frühstücksbuffet irgendwann vom Semifinale, so letzter Probentag, kommt so ein Frühstücksbuffet zu mir und sagt so, ich muss schon sagen, also ich glaube wirklich, jetzt glaube ich langsam dran, ich glaube, du schaffst Top 10 schaffst du. Und er hat mir das danach gesagt, ich kann mich nicht mehr erinnern, ich habe zu ihm gesagt, um einiges mehr als Top 10. So selbstsicher waren wir. Was macht den Song Contest oder welchen Stellenwert hat der Song Contest in der Musikwelt? Wird er eher belächelt oder ist es eher so, welchen Stellenwert hat es? Ist es wie bei Olympischen Spielen, sage ich mal, unter Anführungszeichen, ist ein Wettbewerb für Amateure, oder ist es eher schon, dass etablierte Musiker dort auch hingehen, oder was macht den Song Contest so wirklich aus? Also als Wettbewerb ist es auf jeden Fall der professionellste Wettbewerb, Musikwettbewerb, den es gibt. Mhm. Also der professionellste Musikwettbewerb, der im Fernsehen ausgestrahlt wird. Ja, medial ist ja irgendwie ein Spektakel, ja. Also das heißt, es ist am meisten Geld drinnen. Habt ihr auch Geld bekommen für den dritten Platz? Oder? Nein, du bekommst es gibt kein Preisgeld, aber es ist Produktionsgeld drinnen. Ja. Es ist bei Weitem am meisten Produktionsgeld drinnen. Alle einzelnen Positionen sind hochkarätig besetzt. Und also muss ich überlegen, wenn Russland gewinnen will, die hauen eine halbe Million auf den Tisch für das. Ja. Mhm. Also es ist wirklich verdammt viel Geld drinnen, auch nur für die Production-Seite. Und dann für die Relevanz in der Musikwelt, das hängt dann sehr damit zusammen, was das jeweilige Land daraus macht, aus dieser Bühne. Jedes Land hat irgendwie eine eigene Einstellung zum Song Contest und auch eine eigene nationale Kultur. Noch ein Message, die sie irgendwie mitbringen wollen. Oder? Ja, also auch jede Kultur versteht auch den Song Contest anders. Zum Beispiel, vielleicht liegt es daran, dass erfolgreiche Kulturen in ernster nehmen und unerfolgreiche Kulturen in eher belächeln, aus Selbstschutz vielleicht. Das ist oft so, ja. Wenn man was nicht kann, dann macht man es lieber lächerlich. Und also zum Beispiel in Schweden, der europäischen Hauptstadt des modernen Pop, ist der Song Contest hyper ernstzunehmend. Und die Vorausscheidung zum Song Contest, das Melodiefestival alleine, ist schon so hochkarätig, dass etablierte Musiker, die schon viele Hits hatten, Jahr für Jahr dort versuchen anzutreten. Also quasi ist nur ein Vorentscheid, und selbst dort gehen, also ist Jahr für Jahr, und dieses Vorentscheid ist schon fast so hochkarätig produziert, so teuer produziert wie der Song Contest selber. Mhm. Das heißt, dort ist es, stellt sich auch keine Frage, ob das ernst ist oder nicht. Aber in Ländern zum Beispiel mit wenig Budget, irgendwo in Mazedonien, wo sie jedes Jahr nicht wissen, ob sie sich das überhaupt leisten können, ist es vielleicht ein bisschen anders. Ja. Aber es ist auch wie in Sportarten wie bei Olympischen Spielen, dass kleine Nationen auch mediale Präsenz erlangen können. Ja, in Ländern wie England und Deutschland ist es ein bisschen schwierig, weil sie irgendwie doch wirtschaftlich stark sind. Und irgendwie behindert sie das irgendwie, weil in England ist wirklich so, dass etablierte Musiker die längste Zeit nicht zum Song Contest fahren wollten. Und dass auch die TV-Station BBC
irgendwie der Grund ist, warum sie nicht fahren wollten. Weil die BBC möchte das so machen, die wollen eine Show machen, die ist meistens ein bisschen kitschig, okay. Diese Ausscheidungsshow, also allein deswegen wollen die Leute schon nicht hinfahren dort. Und kein etablierter Musiker will dort hinfahren und dann verlieren in einer Show, die er nicht cool findet. Ja, okay. Also je nachdem, wie das Land das auch darstellt. Genau, intern. Ganz genau. Okay. Zum Beispiel der James Blunt zum Beispiel hat gesagt, er würde sofort hinfahren, wenn er nicht in diese Show müsste. Wirklich? Ja. Okay, und das ist ein erfolgreicher Musiker. Ja. Okay, danach, war das für dich dann erfolgreichster Song? Nicht mediale Präsenz, aber so, wo du sagst, okay, das war der Song, wo nicht viel drüber geht für mich. Oder würdest du, wenn du sagst, okay, es kommt nicht am Song Contest an, würdest du ganz anders schreiben? Also ich würde sagen, also das war mein erster Song, den ich rausgebracht habe für mich. Also ich habe davor noch nie einen Release gehabt, der mein eigenes Projekt war. Wo dein Name draufsteht und wo du... Ganz genau. Das heißt, deshalb war es für mich irgendwie fast easy zu machen, weil ich es mit nichts verglichen habe. Mhm. Ich habe einfach das gemacht, was mir eingefallen ist. Ich habe so gesungen, wie es mir eingefallen ist und habe jetzt nicht groß das Gefühl gehabt, mache ich das jetzt so, wie ich es gewohnt bin zu machen oder mache ich es jetzt für einen Song Contest anders. Ich konnte eigentlich, die Leinwand war komplett blank, ich habe einfach draufgehört, was Sinn macht für mich. Und dann im Nachhinein konnte ich dann sagen, okay, ich bin jetzt eigentlich am Anfang meiner Karriere und auch am Anfang meines künstlerischen Prozesses und kann jetzt stetig mich entwickeln in Richtungen, wie ich es will. Aber das steht für mich nicht im Widerspruch zu Nobody But You. Ich habe einfach gefunden, dass für einen Song Contest brauchst du eine gewisse Art von Song, weil es ein Wettbewerb ist. Ja, du musst überlegen, okay, das ist visuell, da muss Momente geben in dem Song, die man visuell aufzeigen. Das musst du auffangen können. Ja. Also so gesehen musst du auch ein bisschen für den Wettbewerb ein bisschen anders produzieren, anders arrangieren. Aber, und das soll auch so sein, stell dir vor, du bist zu Hause am Klavier und denkst dir, okay, dieses Lied wird jemand im Radio oder im Auto hören, dann machst du ein anderes Lied. Oder dieses Lied soll jemand am Strand hören, im Club hören. Und so beeinflusst immer der Moment, also dort, wo du willst, dass derjenige das konsumiert, das beeinflusst, wie du es schreibst. Das ist immer so. Der nächste größere Hit war ja dann Stone Cold. Mhm. Du sagst, du willst, ein Album besteht ja aus mehreren Singles, hast du behauptet, oder das ist ja auch so. Yeah. Kommt ein Album? Ich würde gern sagen, nein, weil ich einfach Alben nicht mehr zeitgemäß finde, beziehungsweise man kann sie nicht mehr so nennen. Selbst wenn man ein Album als Ganzes da hat, würde man sie trotzdem Stück für Stück releasen. Mhm. Das heißt, du könntest sagen, ich habe 12 Songs, aber du würdest trotzdem nicht alle 12 Songs gleichzeitig hochladen. Du wirst eins nach dem anderen hochladen. Und dann kannst du am Ende sagen, okay, das war die Episode, Album. Genau. Also ich habe eine große Songauswahl und jetzt ist die Frage, jetzt sind wir gerade dabei zu definieren, wie viel von den Songs wir in kurzer Abfolge hintereinander rausbringen und was so der gemeinsame Faden ist. Aber ich würde es nicht ein Album nennen. Okay. Ich mache auch keine Hardcopy und so. Ja. Ja. Seit 2018, ist ja trotzdem schon eine Zeit lang her jetzt, haben viele Journalisten oder viele Medien auch behauptet, dass er eher One-Hit-Wonder war? Ja, ich habe schon 3 Hits gehabt. Ja. Three-Hit-Wonder. Ja. Okay. Aber das war so der größte, oder? Also medial vor allem. Wie viele Leute schauen oder wie viele Einschaltquoten beim Eurovision Song Contest? 200 Millionen. Genau, das ist ja schon eine Nummer. Wo siehst du dich in den nächsten paar Jahren, 5 bis 7 Jahren in der Musikindustrie? Es ist eine... Finde ich eine echt interessante Frage, über die ich mir selber auch sehr viel Gedanken mache. Natürlich, der Grund, warum ich zum Song Contest gefahren bin, war, weil ich internationale Musik mache. Das ist eine internationale Plattform. Ich habe nie gesehen, wie ich jetzt Musik in der österreichischen Musikwelt machen kann, die weiterhin das ist, was ich machen möchte, weil meine Musik ist nicht wirklich für den deutschsprachigen Raum maßgeschneidert, überhaupt nicht. Das habe ich immer schon gewusst. Ich habe gewusst, wenn ich mich aufmerksam machen möchte, von 0 auf 100 ist der Song Contest ein super Vehikel. Und nach wie vor ist mein Ziel natürlich, wo anzukommen, wo nicht nur der deutschsprachige Raum als erstes davon erfährt, sondern wo eben die Kultur, die diese Musik auch gewohnt ist, davon was mitbekommt. Ich würde sagen, meine Ziele sind England, Skandinavien und Amerika.
Das sind Länder, die diese Art Musik einfach verstehen und für denen das nicht so ist, das ist cool für das, dass es nicht so ist wie das, was wir gewohnt sind, sondern das ist einfach cool. Das ist mein Ziel, ist auf jeden Fall internationaler zu werden. Das hat sehr viel damit zu tun, mit welchen Partnern du arbeitest. Du brauchst vor Ort in den Regionen, wo du gehört werden willst, brauchst du Partner, die das pushen, PR machen und Werbung machen dafür. Und daran arbeite ich jetzt und das muss das Ziel sein. Weil in Österreich werde ich immer gehört werden, weil ich ja ein österreichischer Artist bin, aber der Rest, der kommt noch, der muss noch kommen. Okay. Kommt noch ein Song Contest Teilnahme? Jetzt zu dem Zeitpunkt sehe ich es, würde es mir nicht, glaube ich, nichts bringen. Mhm. Und wenn ich es machen würde, dann würde es wahrscheinlich nur aus Spaß sein. Okay. Also es gab eine, ich habe ja ursprünglich, wäre ja Nobody But You für England. Ich hätte mir für England gesungen eigentlich. Okay. Wir waren so im Hin und Her. Es war so ein Hin und Her und haben uns dann in letzter Sekunde für Österreich doch entschieden. Und ich sage immer zum Spaß, weil die Engländer waren dann sauer auf mich, weil sie irgendwann Vorletzter haben sie abgeschnitten und ich hatte dann Dritter und haben gesagt, das ist übrigens, sie haben mich immer aufgezogen zum Spaß. Ja. Also ich sage immer, wenn, dann vielleicht für England. Okay. Dann nachdem Dancing Stars war 2019, ja 2020. 2020. Ah, letztes Jahr. Ja. Ja, genau. Da bist du Zweiter geworden. Ein harter Weg, steiniger Weg. Wie war da das Training? Weil man hört ja immer, oder ob das so anstrengend ist, das Tanztraining. Ich kenne auch einige Tänzer. Wie viel hast du wirklich trainieren müssen? Weil es ist ein Unterschied. Du warst bei LaToya Jackson auf der Bühne als Tänzer mit 4 Jahren. Ist ein Unterschied, wie wenn ich jetzt tanzen gehe. Weil ich habe keine Ahnung von Tanzen. Ich müsste viel mehr dazulernen. Oder ist es auch eine andere Art von Tanzen gewesen und du hast trotzdem genauso viel dazulernen müssen? Oder war das so ein bisschen unfair advantage schon für dich, dass du aus dem ganzen Metier kommst? Also ich würde so sagen, wenn jetzt jemand zu dir sagt, hey, du bist Judoka, du machst ja Sport, hier nimm diese Eislaufschuhe und du kennst dich ja mit Bewegung aus, du es. So auf die Art. Ja. Es ist einfach eine andere Bewegung. Es gibt jede Regel ist anders. Sie hat nichts mit dem Regelwerk zu tun, was du erlernt hast. Es hat auch nichts mit irgendwelchen Fitnessgrundlagen oder biomechanischen Grundlagen zu tun. Die interessieren sich nicht dafür, was biomechanisch am meisten Sinn macht, sondern nur Linien. Ja, wie schaut es optisch aus? Erzeugt das eine gewisse Grazie oder eine gewisse optische Schönheit? Das heißt, die Regeln, die wir auch erlernt haben als Sportwissenschaftler, sind auch komplett unwichtig. Das heißt, ja, du hast ein gewisses Körpergefühl, du bist gewohnt, mit dem Körper zu arbeiten, aber du musst ihn trotzdem komplett umprogrammieren. Was war das Schwerste zum Umprogrammieren? Wo fange ich an? Was die Hüfte macht, Rotationen. Mhm. Jeder Tanz hat auch andere. Also bei manchen Tänzen gibt es eine Innenrotation, bei manchen Tänzen gibt es eine Außenrotation. Dann gibt es andere mentale Bilder, die du hast, was die Spannung angeht. Es ist eigentlich, du musst ja auch wöchentlich einen anderen Tanz machen. Also es ist ja nicht mal einheitlich dasselbe für die ganze Zeit. Dann gibt es unterschiedliche Schwerpunkte, unterschiedlich, was das Fußgewölbe macht, was der Fußspann macht. Bei einem musst du die Schritte mit der Ferse voran machen, beim anderen Tanz musst du die Schritte mit der Zehe voran machen. Okay. Aber trotzdem würdest du sagen, du hast mit Choreografen zusammengearbeitet, deine Mutter ist Choreografin. Also es liegt dir schon näher, als wenn ich jetzt sage, keine Ahnung, irgendein Fernsehmoderator zum Beispiel kommt zu Dancing Stars. Ich würde das gerne mit Ja beantworten. Ich glaube, wir haben das Beste daraus gemacht. Die Conny hat gesehen, okay, der hat seinen eigenen Tanzstil. Mhm. Schauen wir, dass wir den so gut wie möglich einbauen in das, was wir machen. Aber trotzdem muss ich sagen, das Ordentliche, also diese tanzspezifischen Sachen, habe ich oft genauso. Ich habe mich überhaupt nicht den Vorteil empfunden. Ich habe das Gefühl, ich habe lange Zeit gar nicht mich gefühlt, als würde ich tanzen. Ja. Ich habe das Gefühl gehabt, ich gehe ja immer dumm, mache ein paar Schritte und halte halt die Regeln so gut wie möglich ein. Aber ich habe mich überhaupt nicht wie ein Tänzer gefühlt. Was war so das Trainingspensum? Wir haben am Anfang, also wo auch das Volumen noch nicht so groß war, weil nur ein Tanz zum Beispiel zu erlernen war, haben wir jeden Tag 3 Stunden auf jeden Fall trainiert.
dann wurde es immer mehr. Da musste man teilweise 2 und 3 Tänze erlernen und dann sind wir schon bei 6, 7 Stunden pro Tag gewesen. Und ja, und keine Pausen, keinen Pausentag. Also war Fulltime-Job. Okay. Ziele, wenn wir über Ziele sprechen, du sagst, du willst international noch ankommen in der Musikszene. Was wäre für dich so ein Faktor, wo du sagst, okay, jetzt spüre ich, dass ich wirklich angekommen bin oder jetzt habe ich Fuß gefasst international? Kommt es auf die Charts, Radiocharts oder wo misst du das oder wo kann man es überhaupt messen? Ich glaube, mein persönlicher Maßstab ist, dass ich in verschiedenste Regionen auf Tour gehen kann und dort eine Audience habe, die meine Musik schon kennt. Okay. Das ist so der organische Maßstab. Ja. Natürlich könnte ich sagen Plays und irgendwelche Chartplatzierungen, das ist alles cool. Streams und alles mögliche. Aber das, wo es der Musiker wirklich spürt, ist auf der Bühne auf Tour. Ja. Also ist eine Tour geplant, wenn es wieder losgeht, wenn es wieder erlaubt ist. Also das Ziel wäre natürlich, die Musik vorauszuschicken, auf Tour zu gehen und sich dann seine Sporen zu verdienen, quasi live, so wie es immer schon war. Okay. Cool, dann gehen wir noch zum Fitnessbereich nochmal zurück. Du hast ganz am Anfang Talent angesprochen, dass du schon damals ein Talent gehabt hast, für auf der Bühne zu stehen oder mit 4 Jahren eben mit LaToya Jackson zu tanzen. Was ist für dich Talent? Das ist eine extrem interessante Frage und ich glaube, wir haben extrem viel kulturelle Geschichten zum Thema Talent. Also ich glaube, das Thema Talent geht zum Beispiel zurück sogar zu Kain und Abel, so auf die Art. Ja, der eine wurde von Gott mit diesen Fähigkeiten bedacht, der andere mit dem, aber der eine glaubt, der Gott liebt den mehr, war eifersüchtig. Aber im Endeffekt ist es nur eine Story über verschiedene Arten, wie man begnadet sein kann. In unserer jetzigen Gesellschaft ist Cristiano Ronaldo und Messi ist auch eine Frage von Talent. Du gehst durch die ganzen Comment-Sections und alle Leute diskutieren und wollen quantifizieren, wer ist warum wie talentiert. Die einen sagen, okay, der Cristiano Ronaldo ist nur harte Arbeit, aber ich würde argumentieren, das ist auch eine Form von Talent. Ja. Ja. Wie kommst du zu diesem mentalen Modus, sich so zu transformieren? Und du als Sportler wirst sicher auch wissen, wenn du den Jugendkader von einer Sportart siehst, da stechen 3 Leute raus und dann, wenn du 10 Jahre später in den... Das sind halt überhaupt, wenn es körperlich betont ist. Ja, wenn es körperlich betont Judo, ist. Judo, da gibt es Leute, die... Ich habe gekämpft, wie ich... wann war das? Da war ich, glaube ich, 14, 15. Gegen einen Israeli, der hat Brustbehaarung gehabt. Komplett Vollbart und Brustbehaarung. Wie soll man als 14-Jähriger gegen so einen gewinnen? Richtig. Im Nachhinein hat sich rausgestellt, er hat einen gefälschten Reisepass und so weiter. Aber trotzdem, wenn Athleten akzeleriert sind oder die sind halt, wenn es körperlich betont ist, sind die auf alle Fälle im Vorteil. Aber dann gibt es halt Talent wie, ja, einer, der hat vielleicht eine längere Aufmerksamkeitsspanne und dem wird nicht so schnell Fahrt, vielleicht von seiner Neurotransmitterdominanz im Hirn. Und der kann, Talent wird so definiert, meiner Meinung nach, eine Fähigkeit, wenn es um Fähigkeiten geht, immer und immer wieder zu wiederholen, so wie Mr. Miyagi, wax on, wax off, immer wieder zu wiederholen. Und dieses Repetition, dieses Wiederholende, bildet diese so eine isolierte Schicht auf dem Nerven, diese Myelinscheide. Früher als bei einem anderen aus. Genau, ja. Oder dicker auch und besser. Mhm. Und deswegen kann man dann den Skill auch besser. Genau. Man sieht auch skillbetonte Sportarten wie Fußball. Wenn du mit 15 anfängst mit Fußball spielen, wirst du nie der beste Fußballspieler werden. Gibt es immer Ausnahmen, aber. Und du hast halt auch schon sehr, sehr früh angefangen. Und Musik hat dich ja nicht seit du 30 bist begleitet, sondern begleitet dich dein ganzes Leben schon und du hast es immer wieder und immer wieder wiederholt. Also das wär, aber du würdest ja auch sehen, dass zum Beispiel Talente in der Kindheit nicht alle zu einem großartigen Spieler werden und andere Leute, die nicht so auffällig waren, später mehr. Das sieht man auch ganz stark, also ich kann von mir, vom Judo sprechen, alle, oder nicht alle, ist ein Blödsinn, 85% bis 95% aller Jugend- oder Junioren-Weltklasse-Athleten gibt es bei den Erwachsenen nicht mehr. Wieso? Weil der sieht nicht mehr die Notwendigkeit, dass er
hart daran arbeitet, weil der denkt sich, okay, ich bin in der Pubertät vor allem, ich bin 15, 16, ich bin eh so gut, warum sollte ich mehr machen? Aber der wird eingeholt. Mhm. Hard work beats talent if talent doesn't work hard. Mhm. Und ich glaube, eine gewisse Art von Talent ist notwendig, aber zu viel Talent ist sogar schädlich, weil du ruhst dich halt oder die meisten ruhen sich auf den Lorbeeren aus. Es gibt vereinzelt die allerbesten, wie ich nehme Michael Jordan, Muhammad Ali und so weiter. Der hat Talent und Hard Work und dann ist halt ein herausragender Sportler. Ganz genau. Aber das ist trotzdem die andere Seite vom Extrem, sodass man Weltklasse ist oder zu den Top 1-5% gehört in allen Bereichen, glaube ich, dass so ein mittelmäßiges Talent wichtiger ist mit einer guten Work Ethic als 100% talentiert und man hat keine Work Ethic. Und ich glaube, das ist wahr für jede Disziplin und das ist bei Musik nicht anders, meiner Meinung nach. Mhm. Es gibt diese Kinder, die mit 5 Jahren, 6 Jahren, 7 Jahren nicht falsch singen können und jede Technik imitieren können. Also die haben das irgendwo gehört und es hat genau ein Jahr gebraucht, bis sie es genauso gesungen haben. Aber trotzdem nicht, werden sie nicht zu herausragenden Musikern, die eine Generation inspirieren. Warum? Ja? Es ist genau derselbe Grund. Ja, cool. Wenn wir noch bei Fitness bleiben, du hast da auch 2 Apps in der Beta-Stage, beziehungsweise willst du gerade zu Beta-Stage bringen. Erzähl mal. Ja, das ist quasi so mein Kind, was geboren ist aus diesem, okay, ich bin jetzt nicht mehr aktiv Personal Trainer, aber ich habe immer noch die Situation vom Personal Trainer hat mich schon langfristig beschäftigt. Wir alle kennen das als Trainer, wir wollen uns alle selbstständig machen. Es ist alles nur ein temporär, wenn du hast jetzt dein eigenes Gym, das ist eine Riesenausnahme, die meisten von uns arbeiten in irgendeinem Gym, zahlen Miete oder geben einfach ab, was sie verdienen. Das ist meistens mehr als die Hälfte. Und das ist lustig für eine Zeit, weil wir es einfach machen, weil wir es gern machen. Aber als Beruf, irgendwann denkst du, okay, damit sich das auszahlt, ich kann ja nicht 10 Stunden Personal Training pro Tag machen, damit ich genug verdiene. Ich muss mich selbstständig machen. Diese Gelegenheit ist aber für die meisten nicht realistisch, weil du müsstest dann theoretisch deinen eigenen Standort haben. Du müsstest einen Weg finden, ständig neue Kunden zu akquirieren. Das ist ein Riesenaufwand, der eigentlich nicht realistisch da ist. Wir haben keinen Marketplace, keinen Ort, wo der potenzielle Kunde andauernd irgendwie mit Fachpersonalen in Verbindung kommt. Das ist ja eigentlich das Gym, was das erfüllt, diese Begegnungszone. Und aus diesem Fehlenden, weil es einfach so offensichtlich fehlt, habe ich mir gedacht, okay, wie kann man das smart, wie kann man das quasi umgehen oder wie kann man diese Schnittstelle herstellen zwischen demjenigen, der vielleicht einen Fachmann braucht, um zur nächsten Stufe zu kommen. Und auf der anderen Seite für den Fachmann, der nicht weiß, wie er an seine Kundschaft kommt, der sich aber selbstständig machen möchte und sein eigener Herr sein möchte. Deshalb machen wir jetzt eine App, die mal dafür da ist, dass sich die zwei eben finden und im Idealfall auch noch der Club sich findet, weil auch der hat seine eigenen Probleme. Der kann auch nicht unendlich Trainer anstellen die ganze Zeit, würde auch gerne seinen Kunden diesen Mehrwert bieten, dass sie Trainer haben und dass sie alle von mir als Trainer Personal Trainings machen können, aber das ist gar nicht so leicht. Und wir sind quasi in der Mitte und sagen, okay, du möchtest boxen, hier ist ein Boxer, mit dem kannst du dort und dort boxen und das kann alles innerhalb von einer Stunde passieren. Das kann alles ausgemacht werden auf unserer App und an der arbeite ich jetzt. Das ist quasi mein erstes Baby. App heißt wie? Gemini. Und ja, und ich hoffe mir davon, dass eben die Schwelle, weil wir sind immer noch, wir haben zwar einen Riesenboom in der Fitnessindustrie, aber wir haben noch extrem viele Menschen, die noch nie in einem Gym waren. Wir haben extrem viele Menschen. Noch mehr Menschen, die noch nie Personal Training in Anspruch genommen haben, weil sie noch immer klischeehaft glauben, das ist nur für Reiche, nur für Auserwählte, sage ich mal. Ganz genau. Ist eigentlich für jedermann. Und ich glaube auch, die Zukunft ist, jeder Mensch sollte zu einem Personal Coach gehen, früher oder später. Er muss nicht. Lifecycle muss nicht sein 10 Jahre, aber zumindest ein paar Monate, um die Grundidee für seine spezifischen Ziele zu hinterfragen und auch wirklich zu erreichen und nicht, deswegen steht es ganz fett bei uns im Studio, im Galaxy steht, stop exercising, start training. Hör auf, dich zu bewegen, fang an zu trainieren. Mhm. Die Definition von Training ist die Durchführung eines strukturierten Planes zur Leistungssteigerung. Ganz genau. Das heißt zur Verbesserung. Mhm. Und ich behaupte, 99%, ich sage mehr als 99% aller Trainierenden trainieren nicht, sondern bewegen sich nur, wenn sie nicht mit einem Coach trainieren.
und der Coach muss noch sich auskennen auch noch. Genau, also wir sitzen hier, machen unseren Beruf und wir wissen, was für einen Benefit wir jedem geben könnten. Mhm. Und wir schaffen das täglich, tagtäglich Leuten das klar zu machen. Aber natürlich denke ich jetzt, bin zu Hause und überlege, okay, was sind die Gründe, warum es nicht alle flächendeckend so wahrnehmen. Und deswegen habe ich versucht, diese Schwelle einfach so niedrig wie möglich zu machen. Erstens mal ein Preisangebot zu definieren, wo jeder gewinnt und trotzdem ist es leistbarer als je zuvor. Das schaffen wir, einfach weil wir durch diesen Online-Spektrum, durch diesen App, wir können uns extrem viel ersparen an Infrastruktur und dadurch können wir quasi das Training quasi leistbarer machen, den Return für den Trainer trotzdem höher halten, als er bisher in einem Gym hat und das Gym entlasten. Und ich glaube, das wird dazu führen, dass mehr Leute das einfach integrieren können in ihren Alltag. Die zweite App? Und die zweite App, die ist entstanden, weil mein Partner, mit dem ich die erste App mache, trägt diese App mit sich schon in seinem Herzen die ganze Zeit herum. Er kommt aus dem Fußball, war Trainer früher, hat einen Verein trainiert und ist Entwickler jetzt mittlerweile und hat immer eine App haben wollen, wo quasi Hobbysport als soziale Plattform. Das heißt, du stellst dir vor, du magst Hobbysport haben, aber wer organisiert das? Das ist quasi eine Plattform, die dir ermöglicht, dich zusammenzuschließen mit Leuten zu einer Hobbysportveranstaltung, zu einem Fußballmatch, zu einem Tennismatch, zu was auch immer. Mhm. Alles ist festgehalten. Also jeder hat seine eigene Präsenz in dieser App. Dadurch kann auch zum Beispiel jetzt in Zeiten von Corona kannst du quasi rückverfolgen, mit wem habe ich gespielt. Das ist super für Tracing. Contact Tracing ist quasi eingebaut in der App. Und im Endeffekt erleichtert es dir diesen Weg zum Hobbysport mit Menschen und füllt Teams auf, erzeugt Turniere, Community Building, kannst die Community Events. Wir wollen das eher als eine Pro Bono-App, es ist jetzt nicht eine auf Profit ausgerichtete App, aber eher einfach als Community Upgrade. Wir wollen da eher Partner finden. Die dann vielleicht Werbung zahlen und dann. Ganz so. Genau. Ja. Und auch Behindertensport und all diese Sachen auf jeden Fall fördern in dieser App. Cool. Zu den Signature-Fragen. Hast du eine Morgenroutine? Seit Corona habe ich keine Morgenroutine, das so ehrlich muss ich sein. Ich bin ein Mensch, der sehr gut auf Routine anspricht. Aber auf der anderen Seite ist es sehr schwer, momentan diese Routine fiktiv zu erzeugen. Weil momentan bin ich in einem Beruf, wo ich zeitlich gesehen keine Vorgaben habe. Ja. Wenn ich den Sport nicht hätte, wäre ich wahrscheinlich überhaupt am Ende. Also das einzig Routinierte, was ich habe, ist mein Sport. Und ansonsten... Wie sieht der aus zurzeit? Zurzeit ist es notgedrungen, einfach, wir haben die Gyms nicht offen, leider, was ein großer Jammer ist. Das heißt, die Trainingsmethoden sind sehr begrenzt. Ich habe zwei Tage Cardio, die ich mache, also laufe ich einfach und dann schaue ich, dass ich meine Hauptmuskelgruppen in einem Dreier-Split. Okay, es geht halt auch darum, wie ich vielen sage, zu der Zeit ist es nicht, du brauchst keine neue PR, Personal Record aufstellen, sondern einfach dein Level erhalten und dass es nicht so stark abfällt, bis wieder alles aufsperrt. Immer wenn ich durch irgendwas reisen muss, berufsmäßig reisen muss, dann lasse ich mir eine Kettlebell oder zwei ins Zimmer bringen. Das ist echt cool. Also ich bin ein Riesenfan von Kettlebell, bin auch Kettlebell-Trainer und halte echt sehr viel auf die Kettlebell als universell Trainingsgerät. Und ohne die wird es wahrscheinlich schwer gehen. Frühstück? Frühstück habe ich zwei verschiedene Herangehensweisen. Ich bin jetzt gerade nicht drinnen, aber ich bin die Hälfte des Jahres bin ich in einem Intermittent Fasting. Das heißt, ich habe dann kein wirkliches Frühstück, habe meinen Bulletproof Coffee vielleicht an manchen Tagen, vor allem an den Tagen, wo ich Leistung erbringen muss, schon früh. Aber ansonsten beginne ich erst um 1 Uhr zu essen. Wieso? Was siehst du für Vorteile von Intervallfasten? Es hat mir gut getan, weil ich gemerkt habe, dass ich oft mehr, also ich bin übersättigt und kann es aber nicht umsetzen in Energie. Also Nahrung sollte Energie bringen. Genau, das ist der Grund, warum ich esse. Und ich konnte nicht verifizieren, dass ich mehr Energie habe. Ich habe eher weniger Energie gehabt. Und wir wissen alle, jeder, der schon mal gefastet hat, weiß, dass der erste Effekt vom Fasten eher ein Energieanstieg ist.
Also wenn der Körper eben nicht andauernd obendrauf was bekommt, was er verarbeiten muss, hat er eigentlich, geht er effizienter um mit dem, was er hat. Und das ist bei mir auf jeden Fall wahr. Ich bin auf jeden Fall mehr Energieoutput, schlaf besser, auch optisch ist es besser. Ja, du hast eine Mahlzeit weniger, also ist weniger Kalorien. Ja, da und aber auch dieses aufgeschwemmte Wassereinlagerungen sind weniger. Ich sage auch immer, kurzfristig Intervallfasten gut für eine spezifische Zielgruppe, nicht für jeden. Das muss jeder für sich entscheiden, beziehungsweise ein bisschen testen oder auch messen, wenn möglich. Ja, aber nicht für jeden. Na, das musst du auf jeden Fall planen. Erstmal gibt es so viele Splits, also so viele Intervallfastenmethoden. Die beste finde ich 18-6, nicht 16-8. 2 Stunden länger. Die meisten machen 16-8. 18-6. Die meisten machen 16-8. Ja. 18-6 sind 2 Stunden länger. Und man ist circa nach 9 Stunden. Du hast 6 Stunden essen quasi. Genau. Nein. 18 Stunden nichts essen, ja, 6 Stunden essen. Ja, ja. Nicht umgekehrt, 16-8, das machen die meisten, und 16-8 ist in Wirklichkeit Frühstück 16 auslassen. 16 Stunden essen oder was? Nein, 16 Stunden nichts essen. Ja. Und 8 also Stunden. Nicht umgekehrt, nur zwei. Nein, weniger. Genau, 2 Stunden ja. mehr, 2 Stunden weniger Zeit zu essen, also eigentlich 2 Stunden länger fasten. Ja, ja. Es geht nicht ums Essen, es geht beim Intervallfasten ums Fasten. Ja, na klar. Ja. Und diese 2 Stunden ist zwar nur 2 Stunden unter Anführungszeichen, aber wenn man weiß, was Fasten ausmacht, oder die Vorteile vom Fasten kommen durchs Fasten. Und Fasten ist keine Nahrung mehr im System. Und das passiert meistens nach 7 bis 9 Stunden. Wenn du dann 2 Stunden extra dranhängst, dann ist circa 30% mehr Wirkung von dem Fasten, obwohl du nur unter Anführungszeichen 2 Stunden lang fastest. Glaube ich sofort. Das ist halt ein besserer Ansatz. Und es ist nicht so ein riesiger Unterschied, wenn du dich einmal dran gewöhnt hast. Genau, nicht so ein riesen Unterschied auf den Körper schon. Weil die Vorteile vom Fasten kommen ja erst, die kommen nicht nach einer Minute, wenn ich nichts esse, sondern kommen erst nach 7 bis 9 Stunden. Ja. Voll. Machst du das jetzt gerade? Zurzeit nicht, das ist nicht mein Ziel. Hier und da merke ich aber, ich mache das sehr intuitiv und ich höre sehr gut auf meinen Körper und ich habe auch schon sehr viel gemessen mit Langzeitblutzuckermessungen, mit kontinuierlicher Glukosemessung, CGM-Geräte. Und ich sehe, wenn ich zu wenig esse, kommt mein Körper in diesen Stresszustand, schüttet Cortisol aus. Voll, ja. Und dann kann ich nicht schlafen und so weiter. Also voll. Was mir gut tut in der Früh ist eine Fettquelle und eine Eiweißquelle. Dann ist mein Blutzucker sehr stabil. Einer meiner Lieblingsfrühstücke ist Ribeye Steak und Avocado. Ich weiß, wo ich mein Fleisch herbeziehe. Es kommt vom Höllerschmidt. Gute Qualität. Bei mir ist der Bulletproof Coffee total erledigt. Also ich habe zwar kein Protein da drinnen, aber es reicht total. Für viele ist aber so, die trinken einen Espresso. Es gibt halt Kohlenhydrat-Bio-Individualität. Die trinken einen Espresso und da ist eigentlich am Papier kein Kohlenhydrat drinnen, kein Zucker. Aber durch diese Bitterstoffe, durch dieses Koffein, schüttet der Körper Cortisol aus und produziert somit Energie. Und das heißt, du trinkst zwar Kaffee, bist aber nicht mehr in Fastenzustand. Ja, das weiß ich, das ist genau, klar. Genau, aber es ist von Person zu Person unterschiedlich. Deswegen aber das sage ist ich am mehr, besten testen. Das war mir schon klar, dass das nicht exakt dasselbe ist. Am besten herausfinden, was dir gut ist. Aber wir benefiten ja auch durch die Leere. Es geht nicht um die Nährstoffe, gar die nicht wegfallen. So. Also ich sehe auch den großen Vorteil, dieses Entziehen. Wir haben die ganze Zeit, wir können iPad, Computer, Handy, wir haben die ganze Zeit den Zugang zu so viel Information. Und jeder kennt das, wenn er jeden Tag sein Lieblingsessen isst, irgendwann schmeckt es ja nicht mehr. Und so, wenn man sich ein bisschen entzieht, wie ein Mönch leben, aber ein bisschen, der ist ein Entzug, danach schmeckt es besser. Danach freust dich mehr auf das Ganze. Und den Aspekt sehe ich halt auch. Und es ist oft zeiteffizienter, wenn ich in der Früh meine Aminos trinke oder vielleicht auch einen Kaffee nur und dann ein bisschen später esse. Ich glaube, die Hälfte der Zeit esse ich einfach nur, weil man gelernt hat, dass man isst um die Zeit. Genau. Mehr ist es nicht. Nimmst du Supplements? Ich nehme momentan Fett, also ich bin ein Vegetarier, das heißt, ich nehme Fettsäuren-Supplements, Omega-3, Omega-6 aus Algen, Algenextrakt, dann Vitamin D und Vitamin K und Eisen am Abend. Okay. Ja. Wie definierst du Erfolg? Erfolg, also für mich ist Erfolg Entwicklung. Also das ist für mich das Wichtigste, das ist mein Bezug zum Erfolg. Ich möchte das Gefühl haben, dass die Herausforderungen mich weiterbringen. Ich brauche Herausforderungen und ich brauche das Gefühl, dass ich wachse an denen. Ja, so, für alle, die es nicht wissen,
Das Logo unseres Gyms, des Galaxies, ist ein X. X für Galaxie, für diese Unendlichkeit von Fitnessangebot. Und wenn man genau schaut, das Logo hat einen Pfeil nach rechts. Und in der westlichen Welt ist ein Pfeil nach rechts vorwärts, Fortschritt. Ja. Und das ist ganz wichtig. Mhm. Und auch ein bekannter Sportler in Österreich hat auch gesagt, der Anfang vom Stillstand ist Rückschritt. Mhm. Und deswegen auf gute Definition, finde ich. Ja, ich würde es gar nicht genau definieren, weil man geht zwar mit einem Plan oder einem Vorhaben an gewisse Dinge ran, aber im Endeffekt kannst du nur hoffen, dass dich das, was zurückkommt, weiterbringt. Ja. Genau. Und oft in erster Linie denkt man, okay, scheiße, das wollte ich eigentlich gar nicht so, aber rückblickend gesehen war eigentlich das vielleicht genau der wichtige Schritt, genau, warum du dort bist, wo du gerade bist. Deswegen stehe ich so auf Surfen übrigens. Okay. Ich sage immer, Leben ist wie Surfen. Im Endeffekt, du hast deine Intention, wo du hin willst beim Surfrad, aber du musst dich arrangieren mit der Welle. Ja. Und das taugt mir irgendwie. Cool. Wie sehr spielt Geld eine Rolle für dich in deinem Leben? Ziemlich wenig, muss ich sagen. Ich bin, glaube ich, geboren mit ziemlich wenig Gefühl für Geld oder für die Realität von Geld. Für mich, ein Teil von mir sieht es immer noch als Spiel, ein Spiel, das ich ernst nehme, aber immer noch ein Spiel. Ich kann mich noch erinnern, mein Opa ist ein Psychiater und der hat immer ein Spiel mit mir gemacht. Dem hat getaugt, dass ich nicht so materiell veranlagt bin. Ich bin nicht sehr materiell veranlagt und das hat man als Kind schon gemerkt. Und er hat mich immer entscheiden lassen zwischen zwei Sachen, die er mir gibt. Er hat immer gesagt, möchtest du lieber das oder das? Und zwar der Running Gag jedes Mal. Und manchmal war es ein 20-Schilling-Schein und ein 50-Schilling-Schein. Und dann manchmal war es also die unterschiedlichsten Sachen. Und ihm hat Spaß gemacht, dass meine Herangehensweise, wie ich aussuche, was ich will, nichts mit den normalen Wertvorstellungen zu tun gehabt hat. Das hat ihn glücklich gemacht, das hat ihn happy gemacht. Einmal war es so, dass er eine Mango und 20 Euro gehabt hat und ich habe die Mango genommen. Meine Mutter, bitte nimm doch nicht die Mango, du kannst dir 10 Mangos kaufen von diesem Geld. Und ich sagte, ja, ich habe das gewusst, aber es hat mich nicht interessiert, weil ich eigentlich nur diese Mango wollte. Ich wollte diese Mango jetzt, ich wollte nicht irgendwann eine Mango oder 10 Mangos kaufen, sondern ich wollte jetzt diese Mango. Das heißt, im Endeffekt das Geld immer noch als Mittel zu einem Zweck zu sehen und nicht als Wert für sich. Das ist ein leerer Wert per se. Blatt Papier. Genau. Okay. Also so gesehen habe ich wenig Bezug zum Geld, aber ich weiß, was es bedeuten kann. Ja. Was sind deine drei Lieblingsbücher? Meine drei Lieblingsbücher. Ich würde sagen, ein Lieblingsbuch, ich lese es zwar nicht mehr, aber es hat sehr viel in mir ausgelöst, ist die Blume des Lebens. Blume des Lebens ist ein wissenschaftlich herangegangen an, wie soll man sagen, an die verschiedenen spirituellen Lehren aller Hochkulturen, mit allen ihren Symboliken, mit ihren geometrischen Formen, die sie auf ihren Tempeln haben, was die heißen, die ganzen Informationssysteme, die tatsächlich auf geometrischen Abbildungen in den verschiedensten Tempelwänden sind und wie sie zusammenhängen. Teilweise gibt es Querverbindungen zwischen Hochkulturen, die Jahrtausende auseinander sind. Und das war, ich bin immer schon absolut abgegangen auf Archäologie und Geheimnisse und all diese Sachen. Und so ein sehr interessantes, inspirierendes Buch. Und sonst mag ich Fiction, Science Fiction gerne. Ich bin ein totaler Science Fiction Nerd und würde ich sagen, mein Lieblings-Science Fiction Buch ist Hyperion von Dan Simmons. Ist ein riesiger Welt, ist ein Epos mit sehr, sehr viel Philosophie drinnen und auf einem sehr hohen Level geschrieben und auch episodenhaft. Also da gibt es eine Episode, ist geschrieben wie ein Krimi-Roman, der andere ist geschrieben wie ein Horror-Roman und sehr, sehr viele Stile drinnen und ja, auch auf jeden Fall ein Klassiker der Sci-Fi-Literatur mit allen Preisen bedacht, die man nur bekommen kann für so ein Buch. Und das dritte Buch, würde ich sagen, ist auch ein Science-Fiction-Buch, aber mit wenig Science und mehr mit so Gesellschaftsexperimentmäßig, ist die Ender's Game-Reihe. Es ist eine ganze Buchreihe, wo es um eine alternative Gegenwart geht, wo hochtalentierte Kinder zu zukünftigen Militärstrategen ausgebildet werden. Also die sind in einem Compound und dadurch, dass sie alle hochintelligent sind, quasi wird durch sie die menschliche Natur beleuchtet. Also welche Dinge sind inhärent Teil des Menschen
und welche Dinge sind, weil der Mensch einfach so ist. Und halt durch diesen Blickwinkel einer hochintelligenten Person, die quasi die Gesellschaft in einer Kindergesellschaft quasi analysiert. Okay. Sehr, sehr spannend. Was war das beste Investment, das du je getätigt hast? Egal ob Zeit, Geld, Energie, Menschen. Für mich war das beste Investment, was ich je getätigt habe, das ist eine gute Frage, was war mein bestes Investment? Ich glaube, meine Zeit als Personal Trainer, die Zeit, die ich investiert habe als Personal Trainer, war mein bestes Investment, weil ich aus dieser Zeit für alle Bereiche so viel mitnehme. Nicht nur als Trainer, sondern einfach, dass ich mich diese Trainingszeit, also ich nehme sehr viel mit aus, ich sage immer, verschiedene Trainingsformen lösen in einem, also du hast zwar Widerstände physisch, aber es sind gleichzeitig auch mentale Widerstände. Ja, du hast 200 Kilo. Habe ich so, dass ich mir irgendwas sage, wenn den Klimmzug, wenn ich den nicht schaffe mit dem Zusatzgewicht, dann stirbt vielleicht irgendein Familienmitglied und ich muss. Genau, halt so ich muss also du kannst, rauf, sonst du siehst das, du musst es sehen, das ist ein physisches, aber es ist auch ein Symbol in deinem Kopf. Mhm. Das heißt, ein 200 Kilo Gewicht ist auch ein Symbol und in einem anderen Bereich deines Lebens hast du dasselbe Symbol und die Herangehensweise an dieses Gewicht kannst du copy-pasten an deine Herangehensweise irgendwo anders, wo du ein ähnliches Gefühl hast bei dieser Herausforderung. Die Frage, werde ich das schaffen oder werde ich es nicht schaffen? Diese, wo es um einen maximalen Energieausstoß geht, wo du alles mobilisieren musst, was du hast. Das ist ein ganz bestimmtes Symbol, was man nehmen kann und copy-pasten kann. Dann ein anderes Symbol. Kann ich über die Distanz kommen? Es geht nicht um einen großen Energieausstoß, sondern um eine gewisse Konstanz, die es beizuhalten gilt, durch diesen langfristigen Schmerz, der durch diese extreme Wiederholung zustande kommt. Das ist ein anderes Symbol, was du auch wieder brauchen kannst in anderen Bereichen deines Lebens. Und ich glaube, ohne diese Konfrontation und diese verschiedenen Symbole, die ich da gesammelt habe in dieser Zeit, könnte ich viele Dinge jetzt nicht so gut. Schön. Wenn du jetzt auf einen Knopf drücken könntest und die ganze Welt einer Message aussetzen könntest, egal ob jedes iPad, jeden Laptop, am Times Square, in jedem Radiosender, was würdest du gerne jetzt sagen? Das muss sehr gut überlegt werden. Weil die Leute sind heutzutage, die sagen so schnell was, ohne nachzudenken. Ja. Alles wird sofort rausposaunt. Alles wird getweetet. Mhm. Lass uns reden. Hm. Ich würde davon Abstand nehmen, eine Message rauszupersonen. Ich würde eher den Dialog versuchen, okay, wiederherzustellen. Das heißt, vielleicht genau das, dass die Leute mehr miteinander reden sollten und nicht so viel. Ja, wir schließen einander die ganze Zeit immer aus allen Dialogen und es wird immer schlimmer. Ja. Deswegen finde ich dieses Format ganz cool, weil wir kennen uns jetzt schon auch ein bisschen länger, aber noch nie so in der Tiefe und so in der Länge miteinander kommuniziert. Voll. Das ist auf jeden Fall ein super Weg. Wir haben einige Sachen gut angeschnitten, sage ich mal. Vielleicht gibt es dann eine zweite Episode, wo wir einige Sachen in die Tiefe mehr erklären oder erläutern. Voll. Wie kann man dich kontaktieren, beziehungsweise wie kann man auf dich kommen, wenn man interessiert ist oder wenn man mehr wissen will über dich oder wenn man vielleicht als Producer oder vielleicht in der Musikindustrie mehr zu dir dich erreichen möchte? Also es gibt verschiedene Wege, wie man mit mir in Kontakt treten kann, mit unterschiedlicher Wahrscheinlichkeit, dass ich das auch wirklich mitbekomme und antworten kann. Wo ein Wille ist auch ein Weg, also genau, wenn man wirklich was machen möchte dann. Also wenn jemand mit mir persönlich reden will, ist, glaube ich, lustigerweise der beste Weg, wirklich direkt mit mir zu reden und auch einen Termin quasi zu bekommen. Meet Your Start, da bin ich jetzt vor kurzem, da kann man mich buchen, mehr oder weniger. Es kostet ein bisschen was, geht alles aber an einen wohltätigen Zweck und ist mehr oder weniger eine getimte Videokonferenz. Ja, und da rede ich mit Leuten, die Fragen an mich haben, die vielleicht auch junge Musiker sind und die einfach diesen One-to-One, einmal diesen Slot haben wollen und einfach Fragen stellen wollen. Das mache ich relativ regelmäßig. Ansonsten, man kann immer versuchen, mir zu schreiben auf Instagram, nur ich kriege immer noch mehr, als ich wirklich beantworten kann und es fällt mir echt schwer. Und dann ist man auch irgendwie so an dem Punkt, warum antworte ich dem und dem nicht? Und diese Entscheidung wirst du dann... meetyourstar.at oder? meetyourstar.com.
man sieht auch mein hübsches Bild am Banner und ja, ist ziemlich easy und ziemlich nett und ist auf jeden Fall eine gute Art, in Kontakt zu treten mit mir, wenn es persönlich sein soll. Ansonsten, wenn es irgendwelche Anfragen sind, wenn es Konzertanfragen sind über Universal, ja, mein Label Universal Music Group und ansonsten ja, über Instagram. Cool, vielen Dank, Cesar. Bis zum nächsten Mal. Hab mich sehr gefreut. Ja, voll.